Aha, wir haben es durchgehalten. So, die stehen alle in einer Reihe. Er ist Level 10, ihn werden wir nicht weghauen können. Was? Alter, das geht doch nicht. Okay, Furzgranate schleudert mächtige Magie auf einen Feind, welcher angewidert wird und weniger Angriffe und Abwehr hat. Aber es ist nur einer und damit würden wir unser komplettes Mana weghauen. Ich würde mich mal auf den vorderen Grad konzentrieren. Na toll, genau, jetzt hängt's. Oh, hat gar nicht so viel gebracht, aber er ist zumindest angewidert, aber das hätten wir auch so geschafft. Sollen wir mal, naja, war das ein Machttrank oder vielleicht ein so ein Power- und Tempotrank? So. Jetzt mit Butters haben wir da drauf. So, erneut angreifen. Ja, das ist eigentlich schon ziemlich geil. Jetzt haben wir den schon fast down. Aber jetzt sind, er geht in Konterhaltung. Okay, also Fernattacken. Ja, okay. Okay, jetzt greift er an. Alter, wie geil. Ah, ist das schön. Wir nehmen nochmal so einen Machttrank. Ich glaube, wir bräuchten einen Tempotrank. Nehmen wir das natürlich und... Boah, der hat nur noch 19. Er ist eh angewidert. Vielleicht kotzt er sich dann eh zu Tode. Boah, 132 hat es direkt mal abgezogen. Das müsste reichen. Sehr schön. Der erste ist schon mal down. Butters hat keine Fernattacke. Von daher ist das ziemlich kacke. Aber wir können natürlich noch eine Fähigkeit hier machen. Weiß gar nicht, dass dann... Das trifft aber Leute, die nebeneinander stehen, nicht hintereinander. Boah, alter Schwede. Ah, Mist. Da bin ich einmal richtig getroffen worden. Das ist so schön. Das ist einfach so schön. So, was können wir denn hier noch machen? Wir haben doch hier noch eine neue Attacke. Beschneidesense. Das kennen wir noch nicht. Drücke A, wenn dein Ismail blinkt. Alter. Alter Schwede. Ach komm, wir machen nochmal den Hammer der Gerechtigkeit und dann haben wir den auch los. Das ist schon eine krasse Attacke. Ja, aber hallo. Jetzt habe ich viel mehr Erfahrung. Ach nee, nicht noch ein Kampf jetzt. Direkt hinten dran. Okay, die können wir wahrscheinlich so killen dann. Da du jetzt mehr als einen Furz beherrschst, halte RB gedrückt und wähle die Furzgranate oder tippe RB an, bis sie ausgewählt ist. Okay. Kann ich dann also die Furzgranate oder eben den Drachenschrei auswählen. So, bei ausgewählter Furzgranate R nach unten, ziele mit L. Und drücke R nach oben. Hey, Sir Douchebag, up here. Gut, den hätten wir schon mal erledigt. Da können wir wahrscheinlich so machen, oder? Da oben den Sicherungskasten. Ja, das hat prima funktioniert, vor allem weil ich den Sicherungskasten eigentlich treffen wollte. Wie können wir die denn dorthin locken?
Ich will nicht einfach gegen die kämpfen. Ah, okay. Was haben wir denn da oben noch? Oh, Herr Dobbes. Sehr schön. Was zur Hölle? Achso. Okay. Yes, sir. Och, und der läuft jetzt einfach an denen da vorbei. Na klar. Thank you, noble paladin. My wound is healed. Can you get us upstairs? I think they locked us out. Nothing a level 12 thief can't take care of. You guys go ahead. Okay, stimmt, er ist ja ein Dieb. Okay, er hat die Tür für uns aufgemacht, aber was sollen wir denn hier eigentlich machen? Nein, ich möchte furzen. Ah, hier ist dann quasi der Weg, wo wir den Kampf aus dem Weg gehen können. Können wir die nicht noch wegfurzen? Hallo? Nein! Achso, ich habe noch Begleiter befehligen. Nee, warte. Hä? Manchmal blicke ich nicht so richtig durch. Na, also. Also, Steuerung ist manchmal echt nicht so einfach. Also, Heiltrank ist voll. Fuck me. Nö. Uh-oh. Ach so. Elfischer Kurzbogen, cool. Mal schauen, was das denn so bringt. Sammeln wir hier noch alles ein. Stimmt. Was haben wir da? Ne, das ist dasselbe. Gut, was haben wir denn hier noch alles so? Das können wir noch kaputt hauen. Eine Glasscherbe, die wir einfach mal reingelaufen sind. Entschuldigung, Bart, dass du standest im Weg. Auch dieses wunderbare Rätsel haben wir gelöst. Jetzt schauen wir uns mal den elfischen Kurzbogen an. Was das denn für eine Waffe ist? Das ist aber nur Level 3. Wir haben ja schon Level 4. Da bleiben wir bei der Rakete der Verlangsamung, die auch ziemlich cool ist. So, wir gehen hier raus. Haben alles erledigt. Der Bade ist geflohen. Der ja eigentlich Jimmy ist, denn... Rette Cartman. Ich weiß nicht, sollen wir helfen oder sollen wir es... Oh nein! Oh nein, hallo, ich wollte doch schießen. So, dann ist wenigstens einer schon mal betäubt, wenn wir kämpfen. So, der vorne ist betäubt. Wir haben doch mit Butters, glaube ich, eine Attacke, die alle trifft, beziehungsweise Leute, die nebeneinander stehen. Dann hau ich den da vorne vielleicht schon mal weg. Ja, halt prima gemacht. Den da vorne weggehauen. Vor allem hätten wir einfach mal... Nehmen wir mal einen weiteren Tempodrank. Die gibt es zwar nicht so häufig, aber nehmen wir mal. Dann können wir mit Butters nämlich zweimal Machtangriffe machen. Trifft Feinde, die nebeneinander stehen. Genau. Sehr schön. So, darf er nochmal angreifen. Dann können wir nämlich beide komplett weghauen. Aber es reicht nicht mehr. Verdammt, Machtpunkte reichen nicht. Den könnten wir theoretisch jetzt schon weghauen. Sehr schön. Da vorne hat noch richtig... Okay. Ah, der ist jetzt aufgewacht. Hat sogar ein Schild vorne dran. Sollten wahrscheinlich mal wieder unsere Fähigkeit, trennt Rüstung und Schilde von deinem Ziel ab und bewirkt Bluten in einem empfindlichen Bereich. Das sollte auf jeden Fall gut werden. Alter, das ist so brutal. Ah, wir hätten nochmal einen Tempodrank nehmen sollen, aber das schaffen wir auch so. Fähigkeiten bei Butters ist da nichts mehr zu holen. Nee. Dann hauen wir auf ihn drauf. Voll auf die Omme. Ah, Mist. Boah. Kacke. Da bluten wir jetzt ordentlich. Er erhöht seine Rüstung wieder. Aber er blutet auch vor sich hin und geht in Reflektierhaltung.
Das haben wir gut abgewehrt. Jetzt kotzt er. Oh ne, er ist tot. Ist einfach mal fett verblutet. Ja, komm, den hauen wir auch so weg. Jetzt ist er eh angewidert und muss wahrscheinlich gleich noch kotzen, aber dazu wird er gar nicht mehr kommen. Weil er jetzt hinüber ist. Meine Oberbitch gefunden. Na, ich bin mir noch nicht so sicher. Wir warten noch ein bisschen, ne? Ich will gerade mal schauen, was hier sonst noch so geht. Was ist denn bei euch so los? Kommen wir hier überhaupt rüber? Na, da komme ich nicht hin. Okay. Vielleicht sollten wir erstmal Cartman heilen. In den Keller können wir auch nochmal runtergehen. Okay, Ladebildschirm. Ja, wollte ich eigentlich gar nicht. Bringt uns. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Da ist wieder die sechs Brüste, das sechsbrüstige Huhn. So, dann beleben wir Cartman mal wieder. Ich weiß gar nicht, sollen wir es machen? Ich meine, so nett ist der ja auch nicht. Jawohl, ein Tempo-Trank. Oh, Pfeil. Das könnten wir uns mal anschauen, was das denn bewirkt, wenn man das bei einer Waffe drauf macht. Oh, drei neue Freunde. Mr. Stodge, du sollst wissen, dass mir die Sache mit Butters wirklich leid tut. So allgemein. Wie gemein. So, Hammer des Noobs. Können wir ja gerade mal schauen. Widerlichkeitsschaden finde ich eigentlich ganz gut. Fügt bei perfekten Angriffen 10% Schaden hinzu. Die Glasscherbe, kleine Nadel. Nee, komm, das lassen wir so. Okay, also, das hier, das, dann so und ja. Wie schön, dass ich noch Ketchup in den Mund mache. Oh, fuck. Ich wollte eigentlich noch zum Kühlschrank. Ach, fuck. Hätten wir ja eigentlich... Hallo? Ja, das wäre natürlich noch eine Möglichkeit gewesen. Habe ich nicht gesehen vorhin. Gut, jetzt auf jeden Fall hier der Weg frei. Ich glaube, der Drachenschrei würde ja sogar reichen. Da fängt es natürlich an zu hängen beim Drachenschrei. Hier kommen wir nicht durch. Was können wir da jetzt genau machen? Ah, dann können wir auch drüber laufen wahrscheinlich. Ja, mach ich ja. Ja, ich bin doch dabei, Mensch. Ich musste mich da erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Hier, der Drachenschrei oder die Furzgranate. So. For the KKK. Boah, jetzt bricht hier alles zusammen. Hallo? Achso, da komme ich jetzt einfach so durch. So, Token geht voll ab. So, na, das läuft eigentlich ganz gut. Diese Nebensachen, die man da so machen kann, sind schon ziemlich witzig. So, Machttrank sind wir voll, müssen wir auf jeden Fall mal wieder nehmen. Wir können mit ihm reden. Ich zeig dir mal, wie man das macht. So macht man das. Warte mal. Kann ich das hier auch machen? Super! Eigentlich dachte ich, ich würde die da hinten treffen. Aha, das bringt schon mal nichts. Wahrscheinlich von hier auch nichts. Mhm.